Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef, Freunde? Heute mit unserer Die besten Asiaten Berlins Tour. Und wo beginnt man die am besten? In der Kantstraße. Achso, ja, genau. Du sagst jetzt den Laden, aber ja, in der Kantstraße. Ja, weil Kantstraße ist ungefähr so unser Berliner Chinatown, würde ich sagen. Ne? Die Straße hoch und runter voller Japaner, Thailänder, Koreaner, Vietnamesen. Da reiht sich ein Laden an den anderen. Die guten auf jeden Fall. Die sehr guten auf jeden Fall, die besten. Und ich würde sagen, hier beginnt man alles. Und auch sauberen. Ja, auf jeden Fall. Und als kleine Überraschung, als zweites gehen wir gleich zu Cesar Knau von Kitchen Impossible, Tim Melzer, Tim Rauer und so die ganze Geschichte. Box kennt ihr. Zu ihm ins Restaurant und essen schön Sushi. Aber jetzt erstmal bei Udagawa in der Kantstraße 118. Ich war hier schon vor 25 Jahren essen. Sehr authentische japanische Küche. Und hier gibt es auch Torikatsu. Ich weiß, gibt es auch in Schöneberg und so. Aber heute. Ich will auch gar nicht durch. Und warum fragen Sie mich, ob ich durch möchte? Ich möchte Sie einfach ganz nett. Und dann gucken Sie mich. Was? Ich möchte Sie ganz nett was fragen. Ich weiß doch nichts. Ich weiß überhaupt gar nichts. Nee, wir arbeiten hier gerade. Wir müssen weitermachen. Können Sie bitte weitergehen? Wir wollen nur gerade was aufnehmen. Sorry. Ich weiß, dass Sie mir nichts tun, weil wir sind auch gute Menschen. Aber ich sage manchmal auch sehr respektvoll. Aber wenn ich dich bitte, dass ich hier gerade was zu tun habe und du weiter redest, warum? Na dann Sony 3, Black Style und so, Sony geht. Danke. Schönen Tag hier. Wollte eigentlich ein bisschen traurig sein. Nach kleinen Diskrepanzen, Alter. Ja, schon wieder kurz die Kamera übernommen. Das ist Berlin, ne? Da bist du von jeder Seite von irgendwelchen Psychopathen vollgequatscht, ne? Kein Problem. So, wie gesagt, hier vor Udagawa in der Kantstraße 118 ist immer noch derselbe Koch da in seinem kleinen Stübchen hinten wie vor 25 Jahren. Auf jeden. So ein ganz kleiner alter Japaner. Kleiner Geheimtipp von mir am Anfang und danach geht's zu Cesar Knau. Für alle, die Torikatsu nur aus Schöneberg kennen, könnt auch gerne hierher kommen. Du bist ja Torikatsu-Fan. Schöneberg Torikatsu. Ja, und ich bin jetzt gespannt, was du jetzt sagst als Vergleich. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Torikatsu, da habe ich den Big Lee gegessen. Geht man da vorbei? Im Döner sozusagen. Mies krass aber gewesen. Aber so Torikatsu in der Form habe ich bis jetzt nur hier gegessen. Da war ich immer Charlottenburg treu, Bruder. Dann musst du mal den in Schöneberg probieren. Ja, ich bin gespannt, was du jetzt zu dem sagst auf jeden Fall. Ja. Ne? Also, let's go. Erste Station, die besten Asiaten von Berlin. Noch ganz kurz an dieser Stelle, ich habe einen riesengroßen Shitstorm bekommen, weil ich diesen Soßströmming nicht gegessen habe. Ganz ehrlich? Bei Gott. Zu Recht. Also, ja, und ey, die Zuschauer vergleichen das. Wäre ich dabei gewesen, ich hätte dich gezwungen, den mit zu erst probieren. Ich küsse dein Herz. Weil wir haben ihn gequält, wochenlang. Ey, die vergleichen hier Apfel mit Birnen. Digga, die vergleichen Frutti, die machen mit Zuströmming. Es war aber auch eine Qual für mich. Okay, deswegen auf unserem Kanal zur gleichen Zeit, wenn das Video rauskommt, bei Ikab Hunger. Wir blenden es hier unten ein. Das tausendjährige Ei und da werde ich mir irgendwie meine Ehre zurückholen. Ne? Ein tausendjährigen Ei ist langweilig. Da werden dann wieder dieses Trümmel. Exakt das gleiche. Digga. Ja, ist so. Bruderherr. Ich muss auch die Austern essen. Wir bestellen es doch mal und du bist doch mal. Geil, Alter. Okay, ja, okay, zu Recht, aber ich esse das tausendjährige Ei nachher. Trümmel. Auf Ikab Hunger. Trümmel. Trümmel. Tausendjährige Ei, wie langweilig. Da esse ich 3, 4 von, locker. Ey, wirklich? Wirklich. Aber dieses Trümming, das muss er nicht anschauen. Habt ihr das gehört? Das behalten wir so. Ne? Das ist für die Ewigkeit. Ja, auf jeden. Und für die Torikatsu kein umgangssprachliches Wort ist, was ist Torikatsu? Sieht eigentlich aus wie ein deutsches Essen. Tote Katze. Nee, tote Katze war so Swimming, Digga. Ja. Ja, das ist eine Hähnchenkeule entbeint. Der Knochen wurde sozusagen entfernt. Das ist dieses schöne Schmorfleisch. Und das ganz normal paniert wie ein Schnitzel sozusagen. Ja. Mit asiatischen Reis, so einer Bratensauce auf deren Art. Bratensauce und Currysoße. Genau, gibt's hier auch. Bratensauce und Currysoße. Ja. Und dann kannst du hier noch ein bisschen Krautsalat gibt's meist dazu noch. Genau. Und schön was rüber machen. Sieht sehr deutsch aus, ist aber geil. Ist geil. Ne? Also, seid gespannt. Digga, ein kleiner Snack. Also, jetzt Vorspeise. Amis Göll. Übertrieben lecker. Das ist hier einfach auch aus der Hähnchenkeule. So, Brudi, mein kleiner Feinschmecker. Nimm mal das hier zusammen mit dem Lauch. Das ist so angekohlter Lauch über Feuer. Übergeil. Beides zusammen im Mund, die ersten beiden Dinger da. Oh. Aber die Teriyaki-Soße sind immer zu süß. Ja? Ach stimmt, du warst ja nicht der Süße. Er war nicht Team Teriyaki, stimmt. Mmh. Oh, ich liebe das. Das ist die angeschmorte Keule und dann so ein über Feuer angerösteten Lauch. Außer gewöhnlicher Geschmack, oder?
Also ist es nicht Digga, schlecht. Es kann nicht immer nur Shawarma und türkische Pizza geben. Aber ich mag die süß einfach nicht. Ja, ich bin ja komplett Team Teriyaki. Oh, ich liebe das hier, ne? Doch. So als Vorspeise am Tisch ist das schon ganz, ganz wild. Dann würde ich diesen angefeuerten, angeschmorten Lauch zusammen mit der Hähnchenkeule. Ich finde, es hat so einen ganz eigenen Geschmack, wie man es vorher noch nicht geschmeckt hat, ne? Als keine Vorspeise würde ich das safe nochmal nehmen, Digga. Boah, das ist wild. Dieser Udagawa, wirklich traditioneller Geschmack, traditioneller Laden. Und es ist nicht einfach nur so ein scheiß Saté-Spieß, den er da vom Laden um die Ecke kennt. Wirklich einzigartig, oder? Ja, mies saftig halt auch einfach, Digga. Ne? Super. Geil. So sieht das Ganze aus, Freunde. Auf jeden Fall schmorsig. Obrigado. Die Dame da drin war natürlich so nett. Und für die Optik hat sie uns das jetzt nicht in einem Plastikbehälter gemacht, sondern erstmal so. Ne? Ja, wir wollen euch auch ein bisschen zeigen, wie das in einem Restaurant aussehen würde, ne? Wenn ihr da essen geht. Nach der ganzen Corona-Sache. Und Blocki hat voll recht gehabt. Das sieht wirklich aus wie so ein deutsches Essen ein bisschen. Ja, ihr habt hier halt diese Hähnchenkeule. Und die ist natürlich, ich finde es auch tausendmal geiler als ein Schnitzel. Mmh, man sieht aber, es schmeckt hier, ne? Weil so eine Hähnchenkeule ist natürlich eigentlich ein Schmorfleisch sozusagen, was man im Ofen macht. Und so habt ihr bei einem Schnitzel immer dieses trockene Schweinefleisch in der Mitte oder bei einem Wiener Schnitzel halbes Kalbfleisch. Und hier habt ihr wirklich Saftigkeit pur, ne? Hähnchenfleisch, kein Schweinefleisch drin. Schmeckt ihr, ja? Mhm, ist gut. Ich liebe es, ne? Kross, saftig. Weißt du jetzt, was du für den Teller ungefähr bezahlt hast? Ganze Teller nur 6,50 €. Oha, das ganze Ding? Geht ja mies fit, Alter. Oder? Auf jeden safe. Zusammen mit der Vorspeise vielleicht und der Quota 10, 11 Euro. Komm, ja, einfach mal hau dir das ganze hier Ding da rein, Digga. Boah. Ne? Ich schwöre, auf den ersten Bissen, Digga, ihr habt noch nie so ein Stück saftiges Fleisch, was paniert wurde, gegessen. Wenn was paniert wird, oft hast du da so ein furztrockenes Ding drin. Nee, auch schön, ne? Das finde ich man richtig sieht ja auch ganz geil. Richtig schönes, frisches Frittierfett genommen und so. Und die Braten sind auch sehr geil. Wobei ich die Curry-Version bevorzuge. Aber ich glaube, aber die meisten die nehmen die ist die Bratensoße. Genau, deswegen haben wir sie diesmal genommen. Ja, genau. Ja, könnt ihr beides aus. Ich würde sagen, jetzt geht's zu Kitchen Impossible. Ja. Zu Duck, ne? Ja. Ich würde sagen, Sushi der Extraklasse. Ist ja auch von Sido das Lieblingsrestaurant, ja, von Kida das Lieblingsrestaurant, okay. Also von allen sozusagen. Ne? Aber das ist das 893, wir gehen jetzt ins Kutschi. Gerade ihre mehrere Restaurants in der Kantstraße, nicht nur eins. Läuft bei Ihnen. Oder? So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil wir sind in 10 Minuten mit Duck verabredet. Und hier sieht man das mal, ne? Hier haben wir den ersten Asiaten. Dann gehen wir gleich hier weiter in Berlin, einer der Top-Thailänder, auf jeden Fall hier Papaya. Und dann geht das so die ganze Zeit hier weiter. Deswegen, das ist unser Chinatown auf jeden Fall hier in Berlin. Ja. Gerade hier in der Straße, wenn ihr Teil 2 sehen wollt von unserer Asiatour, schreibt es bitte in die Kommentare. Weil alleine hier könntest du 3 Teile drehen. Ich zeige euch mal so ein bisschen Herzenssache, wo ich hier gerne essen gehe. Oder was ich als erstes sehen sollte. Oder ihr guckt die andere Asia-Food-Tour auf unserem Kanal. Wo wir im Good Friends waren und Good Friends 2 auch sehr geil. Hier haben so die ersten Chinesen damals Platz genommen. Die richtigen chinesischen Restaurants, ne? Die es hier in Berlin gab. Wo anfänglich nicht so viele Leute hingegangen sind, weil es da noch richtiges chinesisches Essen gab. Und es erstmal für die Leute ungewohnt war. Weil die meisten Leute kennen ja nur süß-sauer Ente Cross und so. Gibt es eigentlich noch den Japaner im Europacenter, da wo die am Tisch da... Ja, das gibt es auch noch alles. Aber da gibt es, glaube ich, schon derzeit bessere Läden. Deswegen. Ich freue mich. Es wird noch sehr, sehr lecker. Jetzt geht's ab zu Duck. So, angekommen am Kutschi sozusagen. Nicht am Kutschi, sondern am Restaurant Kutschi. Ne? Mit Duck zusammen. Übrigens, ich heiße Duck. Duck. Man, Duck. Ne? Ey, wir sagen es immer jedes falsch. Mal. Ich sagt der Duck. Duck. Tut uns leid. Duck ist CK. Guck mal, was du uns Schönes mitgebracht hast. Sieh mal, was sagst du, die das beste ist eine Form. Kleine Einstimmung hier für die Kantstraße. Diese besondere Pfirr bei uns. Another Level. Ich habe schon viele Pfirr gegessen. Ich habe schon gesehen, dass du ein Pfirr-Fan bist. Ja, bin ich absolut. Du musst eigentlich hier mal richtig Pfirr essen bei uns. Machen wir. Ne? Machst du irgendwann. Aber heute erstmal. Heute erstmal hier ein bisschen Sushi zur Abwechslung. Ja. Als Station Nummer 2. Ich bin sehr gespannt und dann nehmen wir auch nochmal in Zukunft. Wir haben noch ein bisschen Zeit zusammen. Ne? Die anderen reden auseinander. Ne? Ja, okay. Ich freue mich. Wir haben ja 2 Läden. Und, jetzt ist das Restaurant auch noch dazu gekommen, weil es so viel außer Haus ist, dass wir 2 Läden sozusagen bespielen. Fangen wir erstmal hier an und sowieso Duck und wir. Ne? Wir werden die 10 Jahre noch auseinandernehmen. Wie gesagt, kein Chinatown. Ah, Freunde, und hier sind auch Duck seine Soßen. Die haben wir auch mal in einem Video getestet. Bei dem Video könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Wir verlinken das unten in der Beschreibung für euch. Hier zum Beispiel wird auch Pho gemacht, im Laden Pho. Und wie wir ja gelernt haben, es heißt nicht Pho, sondern Pho. Aber in Madame No auch sehr, sehr leckere Pho. Also besucht die Läden hier von Duck. Ich glaube, das No Kim Buck, Madame No, 893, Funky Fish, Kutschi
mal vorbeikommen, ne? Um den Geschmack von Duck und Kitchen Impossible hier in Berlin ein bisschen genießen zu können, ne? Also ich freue mich. Ich bin sehr gespannt, was der Duck jetzt da macht. Der Chef persönlich in die Küche gegangen und zaubert jetzt. Ist schon eine Weile weg. Ne? Ja. Freunde, schreibt ihr doch mal bitte in die Kommentare, was euer Lieblingsgericht ist beim Asiaten, ne? Beim Chinesen. Aber bei den meisten oder wahrscheinlich Ente Cross. Oder beim Vietnamesen. Oder beim Japaner. Ich schwöre. Ente Cross. Ente Cross. Nee, so im asiatischen Raum. Was esst ihr am liebsten? Ich bin gespannt. Ente Cross. Oder Frühlingsrollen oder sowas. So, Doc, du warst ziemlich lange weg. Ich war kurz weg. Fünf Minuten, sechs Minuten. Das sieht ja fantastisch aus. Ja, das ist sehr gesund. Kuchi Sushi. Das ist seit 1999 unser All-time, wirklich steady favorite hier in der Kantstraße. Und das ist ein kleines Sashimi, ein Panigiri. Und darunter sind dann unsere zwei Signature Rolls, die es seit 1999 hier auch gibt. My Best Friend's Roll und eine Tempura Roll. Ja, ist dazu nicht vielen, zu sagen, vielen Dank. Wir sehen uns. Ja, Freunde, guckt euch mal an, wie das hier angerichtet ist, auch allein schon. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht hier. Also ich schaue mir auf jeden Fall hier das Wasabi gleich rein. Also wir haben jetzt hier noch ein paar Nigiris, wie ich sagen wollte, ein bisschen Sashimi. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie mich an Sashimi rangetraut, weil ich immer nicht weiß, wie frisch die Fischqualität dort ist in den Läden. Wenn ich irgendwo das erste Mal was esse, wo ich mich vorher nicht rangetraut habe, da muss es schon eine gute Nahrung sein. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt hier das erste Mal ist. Thunfisch feiere ich sowieso. Ja, voll geil. Du weißt, es ist roher Fisch, aber wenn du so eine Qualität hast, du schmeckst ja null Fisch. Es riecht nicht danach, es ist Wahnsinn. Also Lachs, lieber Duck, damit kann man mich jagen. Ich mag einfach keinen Lachs. Lachs bin dann eher ich. Aber ich werde es versuchen gleich hier in Verbindung mit Reis einmal. Weil er von dir kommt, ich dein Essen schätze. Ich werde ja alles probieren heute. Die Leute meinten ja bei Swiss Streaming, deswegen heute alles, was ich sonst noch nicht gegessen habe, werde ich heute probieren. Ja, komm, das wollen wir mal nicht mit Swiss Streaming hier vergleichen, ne? Nee, ey, sorry. Nicht falsch, ne? Absolut nicht, ne. Also, das ist natürlich ein ganz anderes Level. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber ey, die scheint zu schmecken. Aber butterzart. Man hat ja vielleicht immer, weiß ich, so eine Abneigung davon, roher Fisch oder so, aber da schmeckt wirklich nichts nach rohem Fisch. Alter. Gerade du bist das halt jetzt das beste Beispiel. Weil du magst sowas eigentlich nicht so, ne? Eigentlich nicht so, ne. Aber ja, ich probiere mich dran auf jeden. Und gerade wenn Schuh, wie jetzt sagt, ist krass, dann ist es einfach auch krass, weil man schmeckt einfach keinen Fisch. Ich bitte dich mal, in der gleichen Reihenfolge zu essen wie ich. Ja. Erst das, dann das, dann das und Lachs kennst du sowieso. Ja. Kurz eintunken und dann wirst du genau dasselbe sagen, denke ich mal. Ich kann leider nicht mit Stäbchen essen. So, damit, womit hast du angefangen gehabt? Es ist wirklich richtig lecker. Es ist butterzart, Digga. Es zergeht auf der Zunge. Komm. Oha. Ne? Oh, er nimmt sogar einen zweiten. Mhm. Obwohl es roher Fisch ist. Lecker, ne? Digga, das zergeht auf der Zunge. Das ist krass. Nur richtig. Und jetzt probieren wir das bitte. Ich glaube, es ist Butterfisch und das ist wirklich Butter. Also ich hatte jetzt mit jedem Geschmack gerechnet, aber mit dem nicht so. Na, ist krass. Obwohl das roher Fisch ist, Digga. Ich bin richtig stolz auf ihn, ne? Der entwickelt sich hier kulinarisch, ist ein Wahnsinn. Haben wir jetzt hier. Wie? Unglaublich, ne? Erstmal kurz runterkauen. Bruder, ich weiß nicht, wie Lachs. Ich esse ja nicht so gerne Lachs, aber für dich esse ich heute auch mal einen Lachs. Also Lachs ist mein Hassessen. Und bei Lachs, das geht so schnell in eine ekelhafte Richtung. Ja. Es ist halt, ich mag es eigentlich so hauchdünn immer. Aber ey, wie gesagt, Schlobi ist mit Fingern, weil er es nicht kann, sei ihm gegönnt. Es tut mir leid, ja. Komm, Okay, warte mal, ich nehme mal das andere Stück, Digga. Digga, es ist halt alles richtig. Ja, es ist nicht unangenehm. Und ich bin wirklich ein Fisch. Nenn ich Hater, aber es schmeckt nicht schlecht. Ja, also Bilal ist so der Typ für, ja, wenn er eine Sushi isst, dann vielleicht ein bisschen Hähnchen, einen frittierten Sushi und ein bisschen gekochten Thunfisch. Das war's. Ja, deswegen wird er an unserer Verkostung nicht teilnehmen, weil, ja, das wäre eine schlechte Bewertung dann. Ich war komplett überrascht, weil ich mit allem gerechnet hätte, aber nicht. Ja, für mich hat Fisch immer alles nach Meer geschmeckt, muss ich wirklich sagen. Und das hat aber alles gerade irgendwie leicht anders geschmeckt. Das fand ich geil irgendwie. Also da würde ich jetzt nicht so reinbeißen, Digga, das ist halt wirklich nicht so meins. Ich würde mich jetzt noch 5 Stunden hier an dem Ding aufhalten, weil es einfach lecker ist. So, kommen wir mal zum anderen. Jetzt schaut euch das hier mal an. Also, wie gesagt. Ja, aber Digga, das ist doch hier gebackene Garnele. Das isst du, ja? Na dann, wieder. So, die Garnele können wir gerne probieren. Garnelen habe ich nichts dagegen. Hier, Sojasauce. Das sieht wunderbar aus, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Sehr gut. Ja? Ja? Mhm. Geil. So. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut? Mhm. Oh. Wir bei Wer will Beef wissen auch, wo wir es hinschicken. Ja, prüf. Na, direkt. Prüf. Knackig. Ganz wilde Nummer, Digga. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, ne?
Auftrag Sushi. Und wenn es mal 1-2 Euro teurer ist, dafür habt ihr gute Qualität, anstatt euch irgendwas besser. Das altbekannte heißt, es ist gut. Und wirklich, ich esse nicht mal Lachs. Also ich mag einfach keinen Lachs. Aber hier. So kann man schön rangetastet werden, ne? Ja. Ne? Weil die Fischqualität auch einfach Bombe ist. Ja, mit Qualität punktet man einfach, ja, das ist die Wahrheit. Fisch riecht nicht nach Fisch und ja, es schmeckt einfach sanft und im Abgang. Das ist Wahnsinn, wirklich wahnsinnig lecker. Und ich sag dir, haben wir noch nie einen Lachs-Sushi gegessen. Schweige in zweiten. Und hier. Oh ja. Und hier natürlich auch Berlin angelehnt, ne? Und genau hier, neben Doc sein anderen Restaurant, stehen wir hier. Ich weiß, wir verarschen den Satz immer ein bisschen, das Beste, was ich jemals gegessen habe. Aber das ist wirklich das beste Sushi, was ich bis jetzt... Ja. Ich mochte Sushi auch bis dato nicht so. Schon geil. Bruder, sorry, ich muss noch ein zweites Stück nehmen. Ja. Der Reis ist nicht zu klebrig, schön fluffig im Mund. Hast du auch schon Lachs gekostet? Noch nicht. Okay. Mach ich jetzt danach, warte mal. Bruder, sorry, aber das ist geil. Mhm. Ja. Mhm. Ja. So, okay, ich glaube, das kannst du einfach so schön genießen. Boah. Man schmeckt gar nicht die einzelnen, also keinen Fisch raus, man denkt so, oh, da war Lachs gerade, der wird ja schon seit 3 Tagen da irgendwo rumlag. Das ist so ein weiß Gesamtgeschmack, schon, dass aber ne? Alles gut wie die Mare ist. Fisch, die ey, ist ja, ja, weiß ich, ja, aber Digga, für jeden, der sich an Sushi nicht rangetraut hat, ja, probiert euch hier. Ab zu Kutschi, Kantstraße 30, schönen Berliner Bezirk Charlottenburg, Liebe geht raus. Unbeschreiblich gut. Sushi auf höchstem Niveau. Wow. Ich würde sagen, vielen lieben Dank an Duck und jetzt geht's zu Station Nummer 3. Auch ein Traditionsladen. Jeder Berliner kennt's eigentlich. Du warst aber wirklich ich noch bin nie gespannt. Da? Ich bin gespannt. Ach, ich liebe diesen Laden. Wie die Pest, ne? Also, es geht los. Da hängt der Blocki auch in der Hall of Fame drin, ne? Schon seit Jahren, noch ohne Gesichtstatus. Ich liebe das, ich liebe das. Freunde, und hier geht ihr quasi von Geschäft zu Geschäft. Also, man läuft hier 20 Meter und ist wie schon beim nächsten. Fühl mich wie am Kotti. Was? Wie am Kotti, ist ja genau so. Ab zu Longman Noodle House. Ich bin ein riesengroßer Fan. Komm. Bombo Way, einfach eine Rindfleischsuppe, ja, auch ein super ja, Vietnameser. Hier läuft hier von einem Laden in den anderen. Da schon der nächste Tour Vietnam, ciao. Und daneben ist gleich Longman Noodle House. Also, ne? Und ihr seht, vor Longman Noodle House warten schon die meisten Leute. Das hat was zu heißen. Ne? Lass mal einfach die Kamera an. Komm mal mit, hier. Wo ist er? Ja, der telefoniert gerade. Ja, okay, top. Alles klar. Komm mal mit. Da hängt er. Ah, da ist er, der Blocki. Ja, top. Okay, das ist Blocki. Genau. Und das ist der Chef hier von Longman Noodle House. Traditionsladen in Berlin seit Jahren. Wer Longman Noodle House nicht kennt, hat Berlin verpennt, Freunde. Ja. Wann essen wir jetzt hier schöne? Hier kann ich mich immer nicht entscheiden, was ich hier essen soll. Also, du isst heute die Wandern Chili als Vorspeise. Okay. Dann isst du diese pikante Nudel. Sehr gut. Sehr gut, hat er beschlossen. Machen genau, wir das so. Habe ich mir auch gedacht. Jo. Und du gibst mir noch ein, zwei Ente Crossbuns. Zwei Buns mit Ente, jawohl. Oder? So machen wir das. So und easy da, geht das. Aber hier auch ne, Longman Noodle House, auch einfach wegen Nudelgerichte herkommen. Ne, entweder gebratene Reisbandnudeln oder hier. Ja, die scharfen Nudeln hat er gesagt, aber ich würde schon dann fast sagen. Auch, kann man auch mit Ente nehmen. Also Ente ist auch sehr, sehr zu empfehlen. Ja, und vor allen Dingen hier die Pho. Ne? Ja. Also die Suppe. Pha. Kann man Suppe. Sagen. Nudelsuppe. Für es wäre vietnamesisch. Wieder was anderes wir bei euch heißt zu tun. Genau. Nudelsuppe. Hier einfach Nudelsuppe. Nudelsuppe. Aber auch mit Reisbandnudeln, Eisbeinfleisch drin, Rindfleisch drin. Hähnchen. Hähnchenkeule. Ente. Sehr, sehr Wandern. Lecker. Und auch die Dumplings hier, überkrass. Angebraten, schöne Hackfleischfüllung, ne? Genau. Da beißt ihr drauf, ihr habt so einen saftigen Kern vom Brühe, was da rauskommt. Wenn diese ganze Corona-Mistkacke vorbei ist, ja. Entschuldigung, dann unbedingt herkommen. Wir warten jeden Tag darauf, dass es ja. Endlich mal losgeht. Fürs allgemeine Verständnis, hier sind wir in der Kantstraße 33 und da kommt ein Fahrradfahrer. Long, man. So, also Freunde, hier könnt ihr es nochmal lesen. Dieses Restaurant gehört zu den besten Länderküchen in Deutschland. Stabil, Alter. Hier, Tipp Berlin Speisekarten 2020 und so. Ordentlich was vorzuweisen. Dieses Format, Wer für Beef, steht für Qualität. Na? Ne? So, was haben wir da? Wandern Chili. Ah, vielen wir Dank. Schon probieren, ne? Ja, wir probieren das jetzt. Ja, Blocki, guck mal hier. Ja, die kenne ich natürlich. Ja, Bieter ist nicht so der Asia-Fan, deswegen erstmal wir. Ja. Hier gibt es sogar Challenges, habe ich gehört, hier für diese Wangtangs. Hm, geil, wer auf scharf steht und auf Wangtangs, die sind schon einzigartig. Ne? Guck mal, das ist ein Wangtang mit Chiliöl. Ja. Mm. Genau, ne? Ich denke mal mit Schweinefleisch, deswegen solltest du die nicht essen. Ja, mit Schweinefleisch. Ja, ja, deswegen setzt es einfach mal aus. Aber ja. Ist geil. Die haben ein bisschen Sojasauce-Vibe irgendwie fast für mich. Na, also von der Soja, Teriyaki, ja. Chili. Ja, und einfach geile Wangtang. Geil, also, geil. Die kannst du auch nicht besser machen. Sind hier eigentlich für jedes Gericht bekannt. Der Laden ist immer proppevoll.
Also immer wenn er herkommt, am besten reservieren oder einfach kurz warten. Ist ja auch ein ziemlich schneller Durchlauf und die Gäste haben ja auch Verständnis und stehen auch nach dem Essen wieder auf und machen weiter. Was haben wir jetzt? Komm mal her, mein Lieber, danke dir. Du hast dann die pikante Nudeln und die Ente Bun. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Ne? Die sind schon mal sehr lecker. Sexy. Sexy? Na, deine Nummer. Ach so, die Namen, ne? Okay. Hier, mein Lieber, vielen Dank, Dankeschön, ja? Danke euch. Ja, Wahnsinn, also ich gönne dir einen alleine, deswegen teile ich mir einen hier. Ja, man könnte sagen, asiatische Tacos, hier ist nicht mehr drin, außer eine krosse Ente, ein bisschen Gurke und eine Haussoße. Aber ich liebe die Dinger, ne? Durch diesen gedämpften Bun hier, der nicht so aufdringlich schmeckt wie ein Butterbun oder bei einem Burger, hast du hier halt die volle Power drin, ne? Und das liebe ich, ne? Ich mag, wenn Sachen so handlich sind zum Essen einfach, man hat gleich alles im Mund. Ich persönlich habe schon tausendmal hier gegessen, gehe schon seit Jahren her, deswegen sensationell. Aber ist auch nicht billig, ich glaube das kleine Teil 3 Euro, 3,50 irgendwie so, der kostet schon was. Hurra, hurra, ne. Aber ist lecker. Knöbel dieses Ding weg, weil es echt gut. Richtig soft. Boah, ne? Oh ja, oh. Das ist schon wild. Ja, und die Ente ist wirklich endlich mal kross. Ja, ah, ist lecker, ne? Kross. Kommen wir zu Reisbandnudeln mit Bolognese-Soße. Ich würde sagen, die taiwanesische Antwort auf Spaghetti Bolognese. War lecker, ne? Ja. Ja, kann Bilal auch nicht mit essen, aber ne? Guck mal, schön, oder? Aber ich guck gerne zu, sieht gut aus. Ey, die Nudeln sind auch gut. Sieht, ich schwöre dir, sieht sehr lecker aus, sag ich ehrlich. Ja. Das ist ja sowas mein Geschmack eigentlich, mit scharf und so. Ja, wenn ihr das probieren wollt, kommt her und unterstützt den Laden. War schon geil. Das war seine Empfehlung. Das essen auch viele Leute hier am Nebentisch, wenn ich da bin. Also ich bin so eher der Typ für die Suppen hier, muss ich ganz ehrlich sagen, und die Dumplings. Aber ist jetzt schlecht zu essen auf der Straße, finde ich, ne? Deswegen gib ihn. 23 Euro gekostet, die Sachen, die wir bestellt haben. Wenn ihr ganz normal hierher geht und eine Suppe esst, zahlt ihr auch hier, weiß ich nicht, eure ja, 8 ja. Euro. Schon. Mit Getränk seid ihr dann auch bei 9, ja. 59. Wenn ihr nicht immer so ausrastet wie Blocki, wenn er herkommt und hier den Vorspeisen isst und weiß nicht was, dann geht ihr auch ganz normal wie in einem anderen Restaurant hier raus. Ne? Schlobi, bereite dir mal eine vor, weil du kannst ja nicht mit Stäbchen essen. Ja, ey Digga, ich hätte einfach das Stäbchen genommen und einfach da rumgezwirbelt. Aber ich anscheinend auch nicht gerade. Super, wir sehen uns dann gleich wieder. Ne? Beste. Eine scharfe Bolognese-Soße sozusagen. Eieiei. Und die hat ordentlich Mums. Also das ist wirklich mal eine scharfe Soße. Ah, die ist geil. Bruder, ich will mal auch mal einmal probieren mit Stäbchen jetzt, das hier hoch zu schwippen, Alter. Man kann die sich vorstellen wie eine Sriracha-Soße. Ne? So wie Sriracha schmeckt, nur als Soße ein bisschen umgewandelt, verfeinert mit Hackfleisch. Geil. Freunde, schreibt rein, wollt ihr Teil 2 sehen und switcht rüber zu Ich hab Hunger. Da essen wir heute noch das 1000-jährige Ei. Ich freue mich minimal. Ich freue mich auch sehr minimal darauf. Aber ich muss mir meine Ehre zurückholen. Und es hat auch keiner gesagt bei der Soul Swimming Challenge, dass du das essen sollst. Ich würde jetzt gerne mal was einblenden. Schlobi, ist das? Komm, hinter der Kamera. Ne? Also, ich kann mich nicht dran erinnern. Wir Freunde, check das aus. Ne? Das war eine neue Folge Wer will Beef mit Schlobi, Bilal und Blocki. Und ja, wir sehen uns wieder. Schreibt gerne eure Anregungen unten in die Kommentare, was ihr als nächstes für eine Foodtour sehen möchtet. Für alle anderen Formate, Sendungen, Ideen, die hier nicht reinpassen, ich hab Hunger, ne? Abonnieren und ja, auch da die Glocke da lassen, ne? Super, wir freuen uns. Danke fürs Zuschauen, Liebe für alle. Fürs Zuschauen. Ne? Ne? Welche Sprache. Und ihr seht mich wieder, wenn ich mit Stäbchen essen kann. Deswegen, haut rein. Ciao. See, I finally opened up my